Joachim, gibt es pflanzenschädliche Stoffe im Leitungswasser, die selbst von einer Osmoseanlage mit nachgeschaltetem Mischbertaz nicht rausgefiltert werden oder holt das alles raus? Also mit einer Osmoseanlage mit nachgeschaltetem Mischbertaz. Ja, solange alles okay ist, alles in Ordnung ist, nicht technische Mängel besitzt, ja, oder Mischbertaz völlig ausgelutscht ist, ja, also unwirksam. Also vorausgesetzt, alles ist in Ordnung, die Osmoseanlage ist in Ordnung und das Harz ist nicht erschöpft. Da sieht es also so aus, dass die Osmoseanlage organische Stoffe eigentlich fast zu 100% rausholt. Ja? Zusätzlich ist ja auch noch eine Kohlepatrone integriert, die sollte eigentlich auch den Rest noch an Farbstoffen oder anderen organischen Verbindungen rausholen. Sodass letztendlich, was organische Verbindungen angeht, eigentlich hinter der Osmoseanlage nichts mehr sein sollte. Gar nichts. Ja? Weil also alle organischen Moleküle sind deutlich größer als die quasi die Lochgröße in der Membran. Ja? Das heißt also eigentlich, dass da nur noch ganz bestimmte, also eigentlich nur noch einige ionisiert vorliegende Stoffe die Membran passieren sollten. Ja, und zwar ionisiert vorliegende Stoffe, das sind halt auch Stoffe, die von dem Mischbettharz ausgetauscht werden, ja, beziehungsweise entfernt werden. Also eigentlich sollte aus der Kombination Osmoseanlage mit nachgeschaltetem Mischbettharz eigentlich quasi destilliertes Wasser am Ende rauskommen. Also wirklich oder völlig salzfreies oder so gut wie salzfreies Wasser bei rauskommen. Ja, also dass also quasi ein Leitwert von 0 am Ende rauskommt und organischerweise gar nichts mehr sein sollte. Also von daher ist es also äußerst unwahrscheinlich, dass also aus dieser Kombination Osmoseanlage und Mischbettharz, dass da im Grunde nichts mehr drin sein dürfte, was schädlich für irgendwelche Organismen ist. Ja, wie gesagt, organische Verbindungen, das sind ja meistens die, sich also zumindest mit einem Harzfilter, also mit einem Mischbettharz oder mit einer Entsalzungssäule, also mit Kati und Ani, nicht entfernen lassen. Ja, also ein Ionentauscher kann also ausschließlich Stoffe aus dem Wasser entfernen, die also in ionisierter Form also vorliegen. Also organische Verbindung kann ein Mischbettharz oder ein Ionentauscher nicht entfernen. Das können die einfach nicht. Ja, aber dadurch, dass eben die Osmoseanlage davor geschaltet ist, ist es so, dass es also eigentlich nichts Organisches mehr im Wasser geben dürfte. Ja. Also das holt, also ich behaupte mal zu nahezu 100% holt eine Osmoseanlage alles Organische raus. Ja. Ich sag mal, Lebewesen sowieso, Viren, Pilze und Bakterien gehen definitiv nicht durch eine Osmoseanlage durch. Und wie gesagt, organische Moleküle sind meines Erachtens durch die Bank weg viel zu groß, um eine Osmoseanlage passieren zu können. Ja, also wie gesagt, da dürfte eigentlich überhaupt nichts mehr passieren können. Also da wird es eher so aussehen, dass bei dir, wenn tatsächlich du den Verdacht hast, dass du irgendwelche schädlichen Stoffe im Wasser hast, dass das im Nachhinein dann ins Wasser kommt. Oder was weiß ich, weiß nicht, ob du verschneidest mit Leitungswasser. Dann könnte natürlich theoretisch noch was im Wasser sein. Was du prinzipiell nicht verwenden solltest, ist warmes Leitungswasser. Ja, also im Leitungswasserkreislauf erwärmtes Wasser. Ja, also da besteht einfach die Gefahr, dass bei den Geräten, die eben Leitungswasser aufheizen, Durchlauferhitzer oder selbst hier diese Untertischgeräte oder wie sie heißen, dass da durch das Erhitzen aus den Heizelementen
sich Kupfer lösen könnte. Ja, und dieses Kupfer ist natürlich nicht nur schädlich für Mikroorganismen, sondern genauso auch für Pflanzen. Ja, dann ist natürlich die Möglichkeit, wenn du irgendwelche Aufhärtesalze verwendest, nachher, ist natürlich auch möglich, dass da einfach Stoffe drin sind, die Pflanzen feindlich sind. Ich sag mal zum Beispiel GHKH-Salze. Also wenn du ein Aufhärtesalz verwendest, wo also auch das, der KH, also die Carbonathärte, mit angehoben wird, dann ist es so, dass diese Carbonathärte üblicherweise durch Natron, ja, oder Soda erreicht wird, ja, weil Soda bzw. Natron super wasserlöslich ist und die Carbonathärte eben erhöht. Ja, also die üblichen Carbonathärte Salze, ja, Magnesium, weiß ich jetzt nicht, Magnesium weiß ich nicht genau, aber Calciumcarbonat ist nur in ganz geringer Menge wasserlöslich. Ja, und vor allen Dingen wirklich nur sehr langsam und sehr schwer. Ja, also das würde alleine beim Verwenden dieses Aufhärtesalzes, würdest du es merken. Das, du würdest also erstmal Rückstände haben, die sich eben nicht sofort lösen. Ja, also da, bei solchen Salzen liegt der Verdacht nahe, dass da Natrium als Basis für die Carbonathärte verwendet wird. Ja, und Natrium ist im Prinzip pflanzenschädlich, ja, weil eben Natrium von den Pflanzen quasi so gut wie überhaupt nicht gebraucht wird, aber osmotischen Stress verursacht, ja. Ja, und Natrium ist halt das, was eben in den Flüssen quasi bis ins Meer abtransportiert wird, weil es eben keiner braucht. Deswegen ist so viel Salz im Meer, ja, weil es im Süßwasser keiner verbraucht. Ne? Also heißt das, kommt alles ab ins Meer. Ne? Ja, also deswegen kannst du vergessen, das braucht kein Mensch im Süßwasser. Ne? Also Aufhärtesalze auf Natrium oder wo die Carbonathärte auf Natriumbasis erhöht wird, ja, kannst du eigentlich grundsätzlich als fischschädlich ansehen. Ne? Also vor allen Dingen, wofür braucht man Carbonathärte? Ne? Also in zwangsgefilterten Systemen zur Stabilisierung des pH-Wertes. Ja, in diffusionsgesteuerten Systemen brauchst du das überhaupt nicht. Und selbst wenn, kannst du mal ein ganz klein bisschen Calciumcarbonatpulver ins Wasser streuen, ja, oder ich sag mal so eine Sepiaschale oder Sepiaschalenbruch, ja, wird irgendwann demnächst auch bei mir im Shop zu finden sein. Ja, also ich habe das schon ewig rumliegen, aber bin noch nicht dazu gekommen, das im Shop einzubauen. Ja, oder durch Korallenbruch im Filter oder im Becken, im Bodengrund oder Muschelgruß oder sowas. Ja, das kannst du natürlich alles nehmen, um die Carbonathärte anzuheben. Zumindest, dass es, um Säuresturz zu vermeiden. Ja, also vor allen Dingen, wie gesagt, in zwangsgefilterten Systemen. Da mag das ein Thema sein. Ja, aber ansonsten sehe ich irgendwo keinen Grund für die Erhöhung der Carbonathärte im Süßwasser, ja, völlig unnötig, ne? Ja, also außer, ich sag mal, wo es natürlich erforderlich ist, das sind im Prinzip nur in den ostafrikanischen Seen, Malawi, Tanganyika, weiß ich nicht, Victoria wahrscheinlich auch, und Sulawesi Garnelen, ja. Ja, also nicht noch, auch nicht bei der Inlandsgarnele, ja, die wächst, die kommt überall gut klar, aber ich meine jetzt hier zum Beispiel die Caridina Dennerli, also die Kardinalsgarnele oder auch die anderen Sulawesi Garnelen, ja, also die brauchen ein weiches Wasser mit einer hohen Carbonathärte und das kannst du im Grunde nur über Natron bzw. Soda erreichen, ja, deswegen macht es da Sinn, die Tiere sind aber an sowas gewöhnt, die brauchen das, ne. Ja, auch Malawi. Malawi ist nicht so hart, wie die meisten Leute glauben. Ja, Malawi hat
vergleichsweise weiches Wasser, aber eine hohe Carbonathärte. Ja? Also ganz typisch natriuminduzierte Carbonathärte. Ja? Ja, und Tanganyika allerdings ist insgesamt auch ein bisschen härter. Da, aber trotzdem ist da eine sehr hohe Carbonathärte. Da ist mit Sicherheit auch sehr, sehr viel Natrium drin. Aber ansonsten alles andere ist unsinnig. Das braucht kein Natriumcarbonat oder Soda, um da die Carbonathärte anzuheben. Also vorsichtig bei Aufwärtesalzen, die KH plus machen, ja, würde ich persönlich eher die Finger von lassen. Ja, ansonsten Wasserpflanzen schädliche Stoffe. Im Prinzip ein Nährstoffungleichgewicht. Ja, und zwar speziell bei zu hohen Gehalten von zum Beispiel Kalium oder Natrium, Calcium, Magnesium, kann pflanzenschädlich sein, weil diese Stoffe, also unter Umständen die Aufnahme der Pflanzen, also die Aufnahme von anderen Spurenelementen oder Nährstoffen bei den Pflanzen verhindern können, ja, oder zumindest reduzieren können. Ja, dadurch kann das also zum Beispiel sein, dass Pflanzen trotz normaler, guter Nährstoffwerte trotzdem krank werden oder nicht gut wachsen, weil einfach möglicherweise zu viel Kalium oder zu viel Natrium, zu viel Calcium, zu viel Magnesium im Wasser ist. Ja, also hohe Werte von diesen Spurenelementen sind schädlich, ja, auch für Pflanzen. Ja. Ja, oder wenn du mal natürlich mit irgendwelchen Algenmitteln rumgepanscht hast, ja, oder mit möglicherweise auch diesen Carbo-Produkten, ja, die sind auch auf Dauer pflanzenschädlich. Ne? Also wie gesagt, da gibt es so viele mögliche Ursachen dafür. Ja, oder natürlich auch einfach ein Nährstoffmangel. Ja, also wenn da in irgendeiner Form ein Nährstoffmangel vorliegt, kann das natürlich auch pflanzenschädlich sein. Ne?